Und damit herzlich willkommen zum Let's Play zu Palia. Ja, ich bin Xune von Global Gaming und wir werden zukünftig erst einmal Palia zocken. Mal sehen, wie weit wir kommen. Es erinnert mich sehr stark an Disney Dreamlight Valley. Ich habe auch schon viel darüber gelesen. Und es soll auch wirklich so vom Spielablauf ziemlich ähnlich sein. Daher gucken wir mal, wie lange wir zusammen Lust haben, das zu zocken. Und wir beginnen mit dem Körper und dem Erstellen eines Spielcharakters. So, wir sind natürlich eine Frau. Und dann gucken wir doch mal. Das könnte bei Spielen immer bei mir etwas länger dauern. Ich liebe es, diese Charakter zu erstellen. Finde ich unfassbar toll. Könnte ich mich Stunden mit befassen. So, Hautton. Ich bin vom Hautton eher das da. Ich will es jetzt nicht so krass. Ja, das ist in Ordnung. Na, ja, das wäre für mich in Ordnung. Und wir machen uns braun. Ich habe hier eigentlich blau, aber lila finde ich auch ganz nice. Rot sieht sehr gefährlich aus. Die Farbe ist aber auch schön. Jetzt wisst ihr, glaube ich, ui, zweifarbig. Das lassen wir. Das finde ich richtig mega. Jetzt wisst ihr auch, warum ich so lange brauche. Stimme. Hui. Ja, doch, die ist gut. Die ist gut. So, wir lassen uns, denke ich, so. Jetzt gucken wir mal bei den Frisuren. Oh, sehr hübsch. Kann ich mich drehen? Ja. Erstmal so ein bisschen durchgucken. So offene Haare gibt es eher nicht. Das ist ein bisschen wild. Frisurentechnisch ist da noch nicht so viel. Oh nee, das ist mir zu doof. Ich gehe hier noch ein bisschen durch. Oh, die? Ich, na, nee, ich mache mir meistens keine Zöpfe in Spielen. Oh, irgendwie sieht das wild aus. Wie cool. Ja, nö, das finde ich nice. So, gucken wir doch mal. Ja, Augenbrauen. Was ist das denn? Ah, okay. So kann man auch noch. Also man kann von den Haaren her schon viel machen. Grün? Oh nee, das sieht nicht gut aus. Sehr extremes, rot. Lila oder grün? Aber wir haben schon lila in den Augen. Deswegen würde ich doch auf lila gehen. Wir könnten aber auch lila und grün machen. Das ist ja auch fancy, ne? Nee, das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber. Um Gottes Willen. So, machen wir schnell weiter. Bärte brauchen wir nicht. Brillen brauchen wir auch nicht. Gehen wir zur Gestaltung der Klamotten. Das, was sie da anhat, ist eigentlich ganz, ganz... ist eigentlich nice, aber ich... Obwohl, das ist auch nicht schlecht. Ein Pullover finde ich eher doof. Das mit der Schleife gefällt mir auch nicht. Ich finde das schon ganz cool.
nur mal die Farben ein bisschen durchzwitschen. Hier kann man nicht ganz so viel mit den Farben machen. Ich will es nicht zu lila, deswegen. Wir lassen das Oberteil mal lila und gucken mal bei der Hose. Ja, ja, ja. Ist nicht schlecht. Das sieht mir eher aus wie eine Reiterhose. Das sieht noch mehr aus wie eine Reiterhose. Nee, ich würde sagen, wir bleiben bei der hier. Wir hatten die, ne? Und machen die so. Das ist doch schick. Das finde ich gut. Na, an den Augen gibt es noch was. Ah ja, Make-up. Make-up. Make-up ist immer gut. Aber ich kenne die Farbe da nicht. So, ich finde, wir sind gut. Wir akzeptieren einfach mal. Du kannst den Spiegel ins Yelts-Laden benutzen, um das Aussehen deines Charakters später zu verändern. Das finde ich sehr schön. So, wie heißen wir denn? Vollständiger Name des Charakters. Wir sind natürlich Global Gaming. Oh, groß geschrieben. So, und unser Spitzname ist natürlich Xune. Jawohl. Tageszeiten. Besuche Orte zu unterschiedlichen Zeiten. Du wirst eine neue Flora und Fauna entdecken. Also gibt es hier auch im Ladebildschirm ein paar Tipps. Oh, mein Drache! Bist du einfach aus dem Nichts erschienen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Eher aus einer spiralförmigen rosa Leere. Ich weiß nicht, aber ich bin froh, hier zu sein. Naja, ich bin hier oder etwa nicht. Ich würde sagen, wir nehmen die 2. Oh, oh. Erzähl mir mehr über diese Leere. Keiner der Menschen erinnert sich daran, woher er kommt. Das ist also eine ziemlich große Sache. Tut mir leid, mehr weiß ich auch nicht. Oder andere Menschen? Nein, wir nehmen die 1. Klar, reden wir später darüber, wenn du dich eingelebt hast. Wir sollten einen Gang zurückschalten. Warum nimmst du nicht diese Karte und gehst in das Dorf, wo du mit Ashura, dem Gastwirt, sprechen kannst? Er hat schon anderen geholfen, sich einzuleben. Ich würde dir ja selbst helfen, aber ich arbeite hier an etwas und ich stehe so kurz vor einem Durchbruch.
Ich war so überrumpelt, dass ich vergessen habe, mich vorzustellen. Mein Name ist Gina. Ich bin eine angehende Gelehrte und erforsche diese alte Ruine. Das ist meine Forschungsassistentin Hekla. Wende dich an sie, wenn du Fragen hast. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Ja, wir sind im Spiel drin. Ich spiele das Ganze mit Tastatur, wie man sehen kann. Erstmal hier das Tutorial wegmachen. Schau dich mit deiner Maus um. Verstanden. Also, wir schauen uns mit der Maus um. So, nochmal. Ich spiele das Ganze mit Tastatur und Maus. So, willkommen bei Palliasuch in Kilima nach Ashura. So, wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Nicht, dass wir hier noch irgendwas verpassen. Ich hatte ja am Anfang auch gesagt, mich erinnert dieses Spiel ganz, ganz stark an Disney Dreamlight Valley, von der Grafik her, auch die Figuren und ja, auch das Springerlebnis. So, springen und klettern. Alles klar. Oh, wir ruckeln etwas. Huch. Okay. Hi. Jack. Klettern. Gehe, renne oder springe auf Oberflächen, die zum Klettern geeignet sind. Ah ja. Wir haben eine Ausdauerleiste. Super. Ah, leider ruckelt es etwas. Jack ist auch noch nicht weitergekommen. Navigation durch Palia. Wichtige Aufgaben wie Quests werden auf deinem Kompass verfolgt. Gegenstände außerhalb des Kompasses sind hinter dir. Drehe deine Kamera mit der Maus, um dein Sichtfeld zu ändern. Ah ja. Drücke M, um den Kartenbildschirm zu öffnen. Der Kartenbildschirm zeigt zusätzlich interessante Punkte und zeigt die Bewegung der Dorfbewohner. Das ist auch wie in Disney Dreamlight Valley. Füge deine eigene Markierung durch Drücken von Maus hinzu. Dieses kann von deiner Gruppe auf der Karte und dem Kompass gesehen werden. Alles klar. Dann werden wir doch mal ab ins Dorf. Zu Ashura. Kann ich sprinten? Oh ja. Wabgami. Das ist ein interessanter Name. Da ist schon Ashura. Hallo. Es ist immer schön, ein neues Gesicht im Dorf zu sehen. Herzlich willkommen in Kilima. Das ist sicher ganz überwältigend für dich. Ich heiße Ashura. Ich bin der Wirt des Rumuhorns. Leider haben wir im Gasthaus im Moment kein freies Zimmer. Aber wir haben einige alte Grundstücke, auf denen du dir ein Zelt aufbauen kannst. Wie wär's? Lust auf ein lauschiges Plätzchen in der freien Natur? Es gibt nichts Besseres, als unter dem Sternenzelt zu schlafen. Ich stehe nicht so auf Zelten. Oder ich bin nur froh, einen Platz zum Schlafen zu haben. Ich würde sagen, wir nehmen die 1. Der Nachthimmel ist hier wunderschön. Er wird dir bestimmt gefallen. So, mal schauen. Wenn du ein Zelt bauen willst, musst du zuerst ein paar Materialien sammeln. Ich habe hier eine Axt für dich, aber wegen der Hacke musst du mit unserem hiesigen Bergarbeiter Hodari sprechen. Du hast Glück, er schaut sich gerade die Grundstücke an. Warum gehen wir nicht rüber, damit du ihn kennenlernen kannst? Angelrouten. In Einars
Gildenladen findest du Angelruten Zubehör. Gut zu wissen. Okay. Sehr vertrauenswürdig. Wird schon, ist aber noch eine Menge Müll da. Oh, hi. Hodari Pavel von Bergbau Pavel und Familie. Was kann ich für Sie tun? Okay, es ist mal eine interessante Anfrage. Ashura hat mich wegen einer Spitzhacke hergeschickt. Du kannst mir sagen, wo du deine Bizeps bekommen hast. Okay, bin ich hier richtig? Hallo, ich bin Xune. Ich würde sagen, die Eins, wir sind direkt. Genau, Ashura hat einige von euch Neulingen zu mir geschickt. Nur deswegen drehe ich auf den Campingplätzen hier jeden Stein um. Will ja nicht, dass ihr alle vom Matsch begraben werdet. Dieser hier ist sogar schon bezugsfertig. Wenn du ihn haben möchtest, er braucht nur noch ein bisschen mehr Arbeit. Wie ich sehe, hast du schon eine Axt. Hier, nimm dir auch eine Spitzhacke. Man braucht für jede Aufgabe das richtige Werkzeug. Benutzt die jetzt beide, um die Trümmer wegzuräumen. Ja? Bergbau macht hungrig, also nimm das besser auch mit. Meine Tochter sagt, dass ich mich gesünder ernähren muss, aber du wirst es besser gebrauchen können. Werkzeuge und Sammeln. Drücke und halte R, um das Werkzeugrad zu öffnen. Markiere ein Werkzeug und lasse R los, um es auszurüsten. Alles klar. Ja, das kriegen wir hin. So. Ah, so. Alles klar. Die Axt. Also müssen wir hier jetzt ein bisschen aufräumen. Ja. Sehr gut. Okay. Plündern. Ah. Ein bisschen Stein. Beseitige Trümmer von deinem Grundstück. Nur was zählt hier als Trümmer? Das da? Das hier auch? Nee, das nicht. Nee, das geht nicht. Ach, das leuchtet, oder? Ich sollte vielleicht die Axt nehmen. Dann wird das auch was. Oh ja. Hui. Zurück zu Hudari. Also deswegen ist es jetzt nicht aufgeräumter, ne? Wir nehmen das hier mal noch mit. So. Es bleibt noch viel zu tun, aber das ist ein Anfang. Ich habe diese seltsamen Dinge gefunden und was jetzt? Ich würde sagen, und was jetzt? Ich werde ein weiteres Grundstück auf Vordermann bringen und eine Und einen weiteren Menschen einziehen lassen. Seit dem ersten von euch kommt ständig neuer an. Was dich betrifft, es sollte jetzt genügend Platz sein, um diesen Arbeitstisch abzustellen. Den Rest, Zelt, Aufbewahrungstruhe und so weiter, kriegst du schon hin. Ciao. Ein sehr, sehr netter Mensch. So, wir sollen einen Arbeitstisch platzieren und auch Verwahrungstruhen herstellen. Wunderbar. Huch! Ah, hier sehen wir auch gleich mal so Grundstücke, die man wohl dann ringsrum kaufen kann. Sehr schön. So, gucken wir doch auch gleich mal hier so rein.
Uraltes Ding. Was auch immer das sein mag, es sieht wichtig aus. Und uralt. Vielleicht weiß ja jemand, wozu es gut ist. Okay. So. Ah, Geschenke für mich. Das ist aber schön. Geschenke finde ich immer gut. So. Ah, oh, das sind Freunde, alles klar. Ich teste hier mal ein bisschen rum. Das wollen wir jetzt nicht. Ah, hier hat man dann zwei. Aber wie? Drücke die Eingabetaste, um zu chatten. Nee, das will ich jetzt nicht. Kann ich denn irgendwo nachlesen, die Quests? Das ist die Karte? Keine Karte verfügbar. Ah, hier kann ich das. Kann ich das Tutorial Gemeinschaft gründen? Beziehungen? Errungenschaften? Sammlungen? Okay. Oh, Haustiere, wie toll. Alles klar. Aber ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie ich das baue. Inventar, Gemeinschaft, Quest. Oh, die habe ich schon. Alles klar. Auf der 7. Ach so, macht man das. Okay. Oh. Was ist jetzt los? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. So, wir sollten ja diesen Tisch bauen. Gucken wir doch mal, wo wir den hinbauen. Habe ich den jetzt drin? Ich habe doch die 7. Ja. Muss ich das gedrückt halten? Hä? Ah, so geht das. So, jetzt gucken wir doch mal, wo wir den hinbauen. Da ist ein Tor. Ach so, wir müssen das hier rein. Das ist unser Grundstück. Kann ich ihn drehen? Ja. Ich würde sagen, wir stellen es direkt hier so an den Zaun. Jawohl. So, stelle Aufbewahrungsboxen her. Aufbewahrungsboxen. Wir machen mal. Oh, dafür haben wir nicht genug. Wir brauchen eine Menge Holz. Wir müssen das mal sammeln gehen. Wir müssen sowieso hier ein bisschen aufräumen. Dann verbinden wir das doch gleich. Kann meine Axt eigentlich kaputt gehen? Oder habe ich die jetzt unendlich? Das wäre schon schön, wenn sie nicht kaputt geht. So. Und wächst das eigentlich nach oder ist das jetzt echt ist es denn weg, wenn ich es einmal abgeholzt habe? Das sind so Fragen, die frage ich mich jetzt gerade noch so. Kommt es wieder?
Wir brauchen für eine Box alleine brauchen wir schon 40 Holz. So, gucken wir doch mal, ob es reicht. Jawohl, wir waren gut. Wir können sogar. Ah nee, zwei fehlt uns ein Holz. Oder? Nee, es hat ja gezeigt, dass es okay ist. Wir stellen einfach her. So. Und wir sollen ein Zelt herstellen. Oh, sehr gut. Haben wir alles. So, wir stellen direkt mal erst das Zelt, würde ich sagen, auf. Und zwar die 4. Ui, das ist ja riesig. Ah, das kann man nur so. Stelle ich das denn hin? Ja, es geht ja nur hier. Erstmal. So. Wow. Und dann stelle ich eine Box direkt hier so dran. Und eine Box. Ja, Quest gelöst. Und eine Box stellen wir. Dürfen wir nicht? Schade. Hier so? Oh, super. Sprich mit Auni, wenn er dein Grundstück besucht. Sollen wir jetzt darauf warten, dass er uns besucht? Was? Oh nein, da ist er ja schon. Plaudern. Puh, so ein Glück. Du bist noch nicht weg. Delilah, meine Mama, hat mir erzählt, dass es einen neuen Menschen im Dorf gäbe. Und das bist wohl du. Ich bin den ganzen weiten Weg vom Bauernhof hierher gerannt. Sie wollte dir ein Einweihungsgeschenk machen. Frische Milch vom Hof der Familie. Daya, herzlich willkommen in Klima. Und ich wollte, dass du deine Post bekommst. Ich bin Auni und ich kümmere mich um alle Lieferungen hier. Zweimal am Tag, jeden Tag, ganz egal, ob Regen oder Sonne. Um 6 Uhr morgens und um 6 Uhr abends. Eines ist sicher, meine Arbeit wird gleich viel interessanter werden. Magst du Post? Du siehst aus wie jemand, der gerne Post bekommt. Ich liebe es, Post zu bekommen. Das Aussehen kann täuschen. Ich würde eher sagen, das Aussehen kann täuschen, denn wer kriegt schon gerne Post? Mit der richtigen Post änderst du deine Meinung vielleicht. Das stimmt. Los, schau mal nach. Das ist deine erste Postsendung. Deine allererste. Okay. So, dann schauen wir doch mal in die Post. Wenn ich sie finde. So, Post, Post, Postsammlung. Nee, hier nicht. Wie komme ich zu dieser Post? Hä? Keiner hat mir erklärt, wie ich zur Post komme.
Oh nein, ich bin schon wieder irgendwo drin. Oh. Neuigkeiten. Ah, hier vielleicht? Ja! Nein. Das war das, was wir gehabt haben. Das war... Wie komme ich zur Post? Sie nach der... Ach so! Bin auch geil. Da ist ein Briefkasten. Da ist die Post. So. Eina. Sei gegrüßt, Xune. Jina hat mir mitgeteilt, dass du in voller Form aus dem Nebel aufgetaucht bist. Das ist eine wunderbare Nachricht. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Der Nebelgeburt neuer Mensch. Okay. Andere Menschen nennen mich Einer und ich möchte mit dir die Freude am Angeln teilen. Bitte nimm diese Angel in deinen Besitz und suche mich auf, wenn es dir am nächsten ist. Ich werde mich für die nächsten Jahrtausende am Pier aufhalten, okay? Und Hass sein an alle, die es angeht. Das Rathaus verlangt, dass ich diesen Brief an neue Einwohner schicke. Einen Bogen und einen Satz Pfeile findest du im beigefügten Paket. Das Rathaus verlangt auch, dass ich dir sage, dass ich dir zur Verfügung stehe. Und dich bei ihren Verwendungen zu unterrichten. Während der Arbeitszeit findest du mich im Dorf Kilima. Dies ist keine Einladung, meine Zeit zu verschwenden. Ich bin beschäftigt. Sehr, sehr nett. So, holen wir das ab. Und auch von ihm noch die Angel. Und dann haben wir das erledigt. So, ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge von Palia. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr keine mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst einen Daumen da. Tschüss!